alle im Webshop und auf Instagram. Ich habe heute einen Gast und zwar, ich komme mir so ein bisschen wie beim roten Sofa vor, und zwar das erste Mal zum Taschentalk. Die liebe Silvia ist hier und Silvia kennt ihr vielleicht von irgendeiner anderen Situation, aber wenn ihr uns folgt, dann seht ihr Silvias Reels in unserem Account, in den Stories. Ja, und schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Bevor wir jetzt so loslegen, müssen wir, glaube ich, einmal ganz liebe Grüße an Daniela schicken. Ja, weil eigentlich gehören wir drei so zusammen, Daniela, du und ich. Also Daniela hat eher mit Silvia zu tun im Alltag als ich. Achso, Barney ist auch hier, mach Platz. Aber Daniela kann heute nicht dabei sein. Also sind wir zu zweit und ja, schicken liebe Grüße an sie. Und das andere, was ich vorweg wollte, ist, bitte meldet euch, sollte der Ton... Du raschelst ein bisschen. Ich raschel, sagt Tom schon. Wo habe ich denn? Ach so, ich bin unter Deck mit dem Ton. Ja, meldet euch, wenn das mit dem Ton nicht so gut ist. Denn das ist im Moment, glaube ich, so ein bisschen unsere Schwachstelle. Aber du hast es gut angebracht, ich auch. Jetzt sollte es gut sein. Wir haben heute richtig viel vor. Ich bin ganz gespannt. Wir werden uns ein bisschen einfach über Taschen unterhalten, wie Taschentalk vielleicht schon vermuten lässt. Wir werden ein paar Taschen zeigen und am Ende versuchen wir beide ein Reel zusammen zu, ja, aufzubauen, aufzunehmen. Und wir haben noch eine Taschenaktion. Also, viele Dinge. Erstmal möchte ich aber, dass unsere Zuschauer dich ein bisschen besser kennenlernen. Und vielleicht kannst du mal erzählen, ja, wie so dein beruflicher Alltag aussieht. Ja, aktuell ist das so ein Mix aus Modeln und meiner Content Creation. Ja, durch das Modeln, was ich halt schon seit mehreren Jahren mache, habe ich auch immer mehr das Bedürfnis gehabt, nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter zu stehen, mhm, und am liebsten halt gleichzeitig, also halt Regie zu führen und selbst auch zu modeln. Und zusätzlich habe ich halt einen Bachelor in Modedesign und einen Master in Management und habe da auch so meine Liebe zu Mode und gerade auch zu Taschen gefestigt. Jetzt zu euren Taschen auf jeden Fall. Und ja, das Schöne daran, wenn ich halt die Reels drehe, dass ich da einfach alles, was ich halt je gelernt oder gemacht habe, kombinieren kann und von Modeln über Design bis hin zu Marketing und Management, dass ich das einfach alles kombinieren kann und kreativ bin, aber auch ja, Dinge auswerten kann und auch analytisch bin oder halt da kommt so das Management dann wieder ein bisschen durch, ne? Ja. Genau, und das, genau, so sieht das aktuell aus. Ja, ja, sehr cool. Und wie viel Zeit, also ich kenne dich und das, was du machst, halt vorwiegend von Instagram. Wie viel Zeit, würdest du sagen, deines beruflichen Alltags verbringst du tatsächlich auf Instagram? Also, ja. Wenn ich da so drüber nachdenke, vielleicht ein bisschen weniger als ein Viertel. Okay. Wenn ich halt überlege, klar, wenn ich privat, privat bin ich ja eigentlich auch schon nicht mehr da, weil wenn ich bei Instagram bin, dann recherchiere ich ja auch. Mhm. Aber ich glaube, dieses das Posten und das Texten und einfach dieses wirklich dann auf Kommentare eingehen, das ist vielleicht so ein Viertel von dem Ganzen, weil die meiste Arbeit steckt halt in der Planung, in der Organisation, in der Kreation, in Trends verfolgen, irgendwie auch Beziehungen knüpfen und pflegen, also Unternehmen anschreiben, Ideen entwickeln, Location scouten, eine Crew irgendwie oder halt Leute zu finden, die da auch unterstützen können, weil klar, ich kann mich nicht teilen und vorne hinter der Kamera sein. Ich kann halt meine Vorstellung vermitteln und ich brauche trotzdem jemanden, der mich da unterstützt, ne, der halt auch mal filmt und genau, deswegen, das ist halt so der größte Teil der Arbeit. Man kann sich das so vorstellen wie bei einer kompletten Werbeproduktion, aber halt ganz, ganz in einem ganz kleinen Rahmen, dass ich halt eben alle Bereiche irgendwie abdecke und dann sozusagen mein Reel da konzipiere, kreiere und erschaffe und vermarkte. Genau. Und du, deine Reels sind sehr auf den Punkt. Also ich finde, es stimmt immer alles. Dein Outfit ist perfekt. Die sind so dynamisch. Das heißt, du sitzt wirklich vorher am Schreibtisch oder es geht in deinem Kopf.
dass du dir das vorher ganz genau zurechtlegst. Das ist, da ist nichts, was man dann spontan so entstehen lässt. Beides. Also ich bin sehr ein großer Fan von Organisation und Planung. Und ich plane mir so einen Drehtag komplett durch. Ne? Also ich mache mir da meinen Drehplan. Die Leute, die mich dann unterstützen, werden auch gebrieft, damit die vorher auch schon wissen, ne, was passiert, wo gehen wir hin, was habe ich vor zu filmen, wie wird das funktionieren. Und ich mache mir da komplett den Plan, welche Outfits, zu welchen Taschen, wo ich das filmen möchte, zu welcher Uhrzeit, wo halt wenig los ist oder will ich halt Leute irgendwie, also will ich, ne, also da plane ich schon eigentlich alles sehr ins Detail, aber ich gebe mir selbst immer die Freiheit, aktuell, also spontan, nochmal Dinge umzuswitchen, weil manchmal ist es dann doch so, dass ich nicht in die Location kann, weil dann irgendwie das Tor abgeschlossen ist und man dann halt nicht in den Innenhof vom Rathaus kann. Und manchmal hat man vielleicht auch irgendeine Idee aus der Situation, oder? Oder dass halt plötzlich dann da irgendwie eine große Baustelle ist, die ich halt in der, ne, gar nicht auf dem Zettel hatte. Oder genau, eben neue Ideen vor Ort entstehen. Und genau, da gebe ich mir halt dann trotzdem die Freiheit, aber halt komplett ohne Plan loszugehen, dass wird das nur zu Chaos führen. Weil deine Outfits ja auch immer total abgestimmt sind und das musst du ja planen. Ja. Bestimmt fragen sich ganz viele, wie du das mit den Outfits machst. Hast du eine riesen palastgroße Wohnung mit einem begehbaren Kleiderzimmer? Nein, das habe ich nicht. Habe ich tatsächlich nicht. Ich wollte gerade sagen, das wäre ein Traum, aber wäre es eigentlich nicht, weil zu viel ist halt auch nicht gut und da wird man ja auch nicht glücklich von, wenn man einfach gar nicht mehr jeden Tag, also da kommt man ja gar nicht hinterher. Ich bin trotzdem Fan von weniger haben und ich mache das dann so, dass ich entweder halt gucke, was ich halt habe oder ich habe auch Freundinnen, die auch sehr modebewusst sind und auch farbenfroh, dass ich mir da mal was ausleihe Oder wenn ich mir halt wirklich auch mal ein neues Teil zulege, wo ich auch weiß, gut, das werde ich bestimmt öfters benutzen, weil es einfach so cool ist, dann kaufe ich mir das halt auch. Aber das versuche ich so selten wie möglich zu machen. Und jetzt habe ich auch einen Kontakt zu einer PR-Agentur bekommen und kann da jetzt auch gucken, dass ich mir da einfach auch Sachen ausleihen kann und die dann auch wirklich offiziell für die Reels verwenden darf. Ja. Genau. Was ja auch toll ist, wenn es mal Kooperationen oder so gibt. Vielleicht. Genau. Wenn ihr euch die Reels von Silvia anschaut, dann werdet ihr sehen, dass da fast immer, oder ich würde sagen immer, Outfitwechsel bei sind. Immer Stimmt. oder nee, fast nicht, immer? Nicht immer. Manchmal habe ich auch einfach nur den Location-Wechsel und das Outfit bleibt gleich. Okay, dann wirkt es halt wie ein totaler Wechsel. Und ich frage mich dann, steht man dann da an dem Punkt und zieht sich um? Oder malt man sich ein dickes Kreuz hin, geht weg, zieht sich um? Also wie machst du das, wenn du dann in der Stadt bist? Wir haben eins, ich glaube, Tom, du sagtest, das wäre Hamburger Rathaus irgendwie. Da war, glaube ich, ein Reel. Stellst du dich da hin und ziehst dich da um? Ja, aber ich mache das ja so, weil ich möchte ja auch nicht zu sehr Aussehen erregen und es ist ja auch unangenehm, sich in der Öffentlichkeit umzuziehen. Aber ich habe halt immer, ich wähle meine Outfits so, dass ich halt immer Shorts drunter trage und meistens auch ein Unterhemd, aber ne, wenn das halt geht. Aber so, dass ich halt eigentlich immer bedeckt bin und nie komplett in Unterwäsche da stehe, weil das möchte ich mir und den anderen nicht antun, weil das muss nicht sein. Ja. Aber das mache ich dann trotzdem in der Öffentlichkeit. Und, also es gehört dazu. Ja, du musst dich dazu. Da an dem Standort dann umsehen. Ja. Genau, also wenn ich das mache, dass ich wirklich an dem Ort eine Transition habe, eine Outfit-Transition, dann bleibe ich an dem Punkt stehen und ziehe mich um. Aber oft mache ich das dann auch so, dass ich das so plane, dass ich halt mehrere Schichten anhabe und zum Beispiel eine Jacke anhabe. Und darunter habe ich halt das Kleid, was ich halt so ein bisschen hochgerafft habe und dann ist es halt auch nur noch ein Ausziehen von einem Teil und Accessoires wechseln. Zwiebellook. Genau. Aber sonst, oder wenn ich halt die Outfits wechsle und die Locations, dann muss ich das auch nicht vor Ort machen. Dann gehe ich ja an eine neue Position, muss gucken, dass der Abstand stimmt und dann ziehe ich mich irgendwo in einer ruhigen Ecke um, aber halt meistens auch draußen. Also heute wird kein Outfitwechsel stattfinden, kann ich schon mal sagen. Nein, nicht vor laufender Kamera. Nein. Wir werden heute ein Gesichter- oder Personenwechsel machen. Ja. Das war das Ziel. Ja. Okay, eine meiner Lieblingsmenschen hat die Frage, ob wenn man als Model arbeitet, ob Sport zum alltäglichen Ablauf gehört, ob es
Oder ganz konkret die Frage, machst du jeden Tag Sport, isst, lutscht nur an Weintrauben und bist den ganzen Tag am, im Fitnessstudio? Nein, nie. Also nicht jeden Tag und das nicht ist mal. Fies. Das ist wirklich. Nein, aber das, also ich mache nicht mal regelmäßig Sport tatsächlich. Also vor allem nicht jeden Tag. Nicht mal einmal die Woche. Also es gab Zeiten, da habe ich ein bisschen mehr Sport gemacht, aber eigentlich auch eher, um den Kopf frei zu kriegen. Mhm. Und aktuell. Habe ich tatsächlich, ich habe mich sogar vom Fitnessstudio abgemeldet und lutsche nicht nur an Weintrauben, also ich esse schon normal. Und ja, mache halt hin und wieder mal, also eigentlich eher so Übungen halt für den Rücken, um den zu stärken. Mhm. Und dann nebenbei mache ich halt zu Hause dann einfach ein paar andere Übungen, wenn ich halt gerade, wenn mir danach ist oder halt mal vielleicht auch ein bisschen Yoga, aber halt nichts wirklich regelmäßig, um halt schlank zu bleiben. Und ich finde, da auch ganz wichtig dazu zu sagen, dass auch gerade heutzutage das gar nicht mehr wichtig ist, was für eine Figur man hat, wenn man modeln möchte, sondern da geht es ja eigentlich doch eher um die Personality, um den Charakter, darum, dass du halt auch Ausstrahlung hast und dich einfach präsentieren kannst und man eigentlich auch diese Selbstliebe halt spürt. Und dann ist es halt egal, wie du im Endeffekt aussiehst, wenn du das halt einfach rüberbringst, ne, ausstrahlst. Ja, genau. Und ich glaube ja schon, dass da Insta auch ganz viel zu beigetragen hat, weil da konnte plötzlich, durch dieses Medium konnte doch plötzlich jede Frau, jeder Mann, ja, der gedacht hat, ich möchte mal vor die Kamera, konnte das ausprobieren und plötzlich hat man gemerkt, okay, es ist eigentlich auch interessant, wenn die Menschen nicht alle gleich aussehen, sondern ja, man so eine Facette auch mitbekommt, ne? Total. Ja. Das ist halt schön, dass wir heutzutage einfach auch diese Möglichkeit haben und jeder sich mal auch so ausprobieren kann. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Das finde ich auch. Ja. Erinnerst du dich noch, wie wir eigentlich zueinander gefunden haben und seit wann überhaupt? Weißt du, seit wann du das erste Reel für uns gemacht hast? Ich weiß nicht wann genau, aber es war letztes Jahr. Also letztes Jahr. Im Herbst vielleicht? Nee, es war noch Sommer. Es fing gerade an, vielleicht Juni. Echt, so lange schon? Ja. Ja, cool. Also fast ein Jahr. Und ich weiß auch noch, weil letztes Jahr habe ich auch noch so ein bisschen im Styling assistiert und für Shootings war das. Da sind mir dann eure Taschen aufgefallen, weil die waren da lang. Ich musste die halt auspacken. Ich habe halt früher im Studium mal im Styling assistiert und seitdem irgendwie gar nicht mehr. Und dann war das auch das erste Mal wieder, dass ich assistiert habe und dachte, ach schön, ich packe jetzt die Sachen aus und gucke mir das an und bügel und steame die Klamotten. Und dann sind mir die Taschen einfach direkt aufgefallen, weil es einfach so bunte, wunderschöne Taschen waren, die aber so clean waren, aber trotzdem, man sieht halt die Qualität und die Farben, die machen mich halt schon direkt glücklich, ne? Und das ist mir direkt aufgefallen. Und dann war das so, dass eben meine befreundete Stylistin mir von euch vorgeschwärmt hat und euch scheinbar auch von mir. Und irgendwie haben wir uns dann gefunden. Weil deine befreundete Stylistin, glaube ich, bei uns bei einem Fotoshooting auch mal dabei war. Stimmt. Ja. Ja, stimmt. Und so sind manchmal die Wege. Ja. Auf jeden Fall für uns ein großes Glück. Und ich habe Silvia jetzt als ersten Talk-Gast hier bei uns eingeladen, weil ich eben auch zeigen möchte, wer unterstützt alles, ein Unternehmen zu einer Marke zu werden. Also du bist keine Marke, wenn du anfängst und eine Tasche in Auftrag gibst und dann liegt sie in deinem Regal, dann bist du noch lange keine Marke. Und dann kommt auch noch lange keiner und kauft, sondern die Emotionen zu transportieren. Das ist das, was Alex für uns macht und was du für uns machst. Und du eben vorwiegend über die Reels. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, der ein bisschen, also ganz viel Lebensfreude kommt durch deine Reels rüber, der einfach auch eine Message mit rüberbringt. Und das hilft, finde ich, einen Bezug zu den Taschen aufzubauen, zu den Produkten und eben auch zu uns als Unternehmen. Und darüber freuen wir uns. Ja, das freut mich tatsächlich auch sehr zu hören, dass ich, also, weil für mich war es eigentlich immer so, wenn man sich das so anguckt, eigentlich habe ich einen Kunden und ich mache halt meine Reels, aber halt dieses Gefühl wirklich zur Marke dazu zu gehören, also ein Teil davon zu sein und da irgendwie seinen Beitrag dazu zu leisten, ist halt irgendwie noch, also es ist halt schön, es ist halt wirklich ein schönes Gefühl. Ja, ich finde es auch gut und ich finde auch für mich jetzt, also ich stehe ja ganz oft für keine Schwester, aber ich fühle mich in der Reihe mit ganz vielen, ob das
die Kollegen hier direkt bei uns im Eichenweg sind oder ob das eben Models sind. Ich fühle mich einfach dadurch ja auch supported, durch Fotograf, durch Grafik, durch den Mann am Ton heute und an den Kameras. Also durch alle wird das ja getragen und das ist total wichtig und schön, wenn das einfach gut matcht. Was mich natürlich und ich hoffe auch die Zuschauer interessiert ist, wie deine Tasche sein muss, für die du dich entscheidest, wenn du sagst, also jetzt in unserem Sortiment, warum pickst du dir eine Tasche raus für dich persönlich, nicht fürs Real, sondern für dich persönlich? Geht es da um Trends? Geht es darum, dass du sagst, ich brauche jetzt für meine Situation, ich fahre viel Fahrrad, ich brauche einen Rucksack? Oder wonach entscheidest du das? Oder ist das komplett Emotion? Das habe ich jetzt ja auch gelernt in dem ganzen Jahr, weil ich war ja erstmal überwältigt von den Farben und von den ganzen Modellen, dass ich eigentlich am liebsten jede hätte. Und dann hat sich herauskristallisiert, was halt meine Favoriten sind. Und mein absoluter Favorit ist halt die Kim. Kim. Manchmal sage ich Maxi, aber es ist halt die Kim. Das ist die Kim. Die Größe ist Kim. Genau. Weil die ist einfach, genau. Ich habe halt gemerkt, es ist schon wichtig, dass sie praktisch ist, dass sie bequem ist, dass sie nicht zu schwer ist, dass sie einfach gut funktioniert und ich die super in meinen Alltag integrieren kann. Also, ne, weil da passt das Wichtigste rein, auch wenn ich einkaufen gehe und irgendwie einen YouTube-Beutel oder irgendwas oder einen Korb, irgendwas mitnehme. Ich brauche halt immer die Kim, weil dann kommt mein Portemonnaie rein, mein Schlüssel, mein Handy. Das Wichtigste, wo du auch ganz schnell halt rankommst und das halt bei dir. Und das Schöne dabei ist, dass die halt, ne, auch wenn ich überlegen muss, ob trendy oder praktisch bei euch, das klingt jetzt auch, als würde ich jetzt direkt Werbung dafür machen, aber es ist halt einfach so. Aber an dieser Stelle darf man das. Aber es ist halt einfach so, weil die halt einfach wunderschön, also trendy sind, allein schon durch die Farben, durch die Qualität und aber auch so ultra praktisch. Deswegen, und ich finde da halt auch so schön eben da noch der Reißverschluss hinten, weil da habe ich halt immer mein Handy, das ist halt dann direkt, ne, bei mir irgendwie griffbereit und dann muss ich es auch nicht suchen. Ja. Und genau, und die Farben halt, ne? Wir haben jetzt hier, sind die Farben zu sehen eigentlich? Wir haben jetzt deine aktuellen Lieblingsfarben mal rausgelegt bei Kim. Das ist einmal das Pink. Ja. Oh Wunder, mir gefällt Pink. Das hätte man jetzt schon ahnen können. Und das Petrol. Ja. Würdest du das Petrol auch zu so einem Anzug tragen oder würdest du monochrom gehen? Kommt drauf an, wie ich mich gerade fühle. Aber ich, also monochrom auf jeden Fall, aber ich würde auch das Petrol nehmen, wenn ich das halt irgendwo nochmal aufgreifen würde. Weil ich finde halt die Kombination eigentlich auch sehr cool, weil es halt auch mit dem Dunklen, weil also entweder halt was Helles, Pastelliges dazu, so ein Pastellblau, aber halt das fände ich halt auch ultra gut dazu. Und ist das für dich eine Sommerfarbe? Man muss es halt mit hellen Farben kombinieren und dadurch wird es ja wieder eine Sommerfarbe. Ja. Ne? Also ich sehe da halt eher Kleider halt genau wie Pink oder Orange und so oder Gelb. Ja, Orange, ne? Ist toll. Gelb oder halt so Blumenkleider, also halt so richtig fröhliche Farben, satte Farben und dazu halt so eine, diese Tasche. Weil ich finde die auch dann nochmal von der Farbe ein bisschen intensiver als die dunkelblaue, die finde ich auch wunderschön. Die mag ich auch sehr gern, aber ich mag hier diesen leichten Anteil von Grün halt noch drin. Ne? Das gibt halt nochmal so ein, das gewisse Etwas. Und vorhin, als wir schon so kurz besprochen haben über die Taschen, da sagtest du, du verbindest mit diesem Blau-Grün halt auch Ozean, ne? Also so Meeresfarben. Ja, genau, halt nicht dieses typische, dieses ganz helle, wo man so durchgucken kann, sondern für mich ist es auch so was Mystisches, also halt nicht so ein dunkelblauer Ozean, sondern halt dieser leichte Grünanteil, ich weiß nicht, das hat sowas Mystisches, sowas Deepes und das finde ich halt so schön. Und es ist wieder mal einfach die Erklärung, dass Farbe Empfindung sind, oder? Total. Also natürlich auch immer Mode, aber auch Empfindung. Ja. Weil für mich ist halt egal, also ich, solange ich zurückdenken kann, ich liebe halt Pink und Petrol. Klar, alle anderen Farben finde ich auch super, aber ich finde gerade, ich weiß nicht genau, die da fühle ich halt irgendwas. Ja, schön. Und als Silvia vorhin hier angekommen ist, da kam sie mit der pinken Käthe. Und ich möchte ganz gern, würdest du die einmal so zeigen, weil Käthe, wenn wir sie so mal fotografieren und sie ist so ausgefüllt mit Papier, da sieht sie oft so fest aus. Ja. Und sie ist eine Tasche, die in Form bleibt, aber die hat auch trotzdem was Lässiges. Total. Ich finde das nämlich hier auch, also
auch eine meiner Lieblingstaschen, allein schon durch diese spezielle Form hier. Und was ich hier auch so schön finde, ist halt dieses, das erhabene Logo. Ne? Ich finde das so cool, das wirklich. Das polarisiert so und das finde ich richtig gut. Aber ich finde, bei ihr habt das halt so schön gelöst, dass es halt nicht irgendwie billig irgendwie draufgeklatscht ist, sondern das ist, das fügt sich so ein in das Gesamtbild und es ist einfach... Aber es polarisiert total. Wir haben ganz viele Leute, auch Händler, die sagen, oh, die Tasche ist super, aber dieses Logo, warum habt ihr das gemacht? Und dann gibt es aber eben die, die sagen, das ist doch cool, so sieht man euer Logo mal richtig. Und ich finde, das ist ja trotzdem irgendwie stilvoll und klar, es ist groß, aber es ist halt trotzdem irgendwie stilvoll, reduziert und es fügt sich auch ein und von Weitem fällt es halt auch gar nicht, also doch, ich finde es halt toll. Ich finde, das muss auch sein, das ist halt mal was anderes als, also da ist es ja auch sichtbar. Genau, das ist rein gestanzt. Genau, was anderes als hier. Ja. Und ich glaube auch gerade deswegen liebe ich die. Und vor allem, weil... Es muss halt trotzdem praktisch sein und ich mag das, dass die sich halt, ich weiß nicht, sieht man mich, wenn ich halt mich aufstehe, oder ist mein Kopf ganz zu sehen, noch ganz, ich finde das hier halt so gut, weil die sich halt einfach so anschmiegt und es sieht halt trotzdem schön aus und ich habe auch, das hat die perfekte Länge, ich komme hier gut dran, ich kann das auch runter machen und ich habe ja relativ viel auch schon drin, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine schwere Tasche trage. Und sie ist längst nicht am Limit vom Platz. Ja. Ne? Also man kann sehen, Entschuldigung, ich hoffe, ich habe nichts zerdrückt. man kann sehen, da ist noch auch Luft. Ne? Ja. Also, und genau, und trotzdem bleibt es halt formstabil hier oben. Ne? Also das ist halt ja weich, aber trotzdem finde ich das auch so toll, dass gerade diese Form hier auch bleibt. Und sie, die Käthe hat ja eine Außentasche, nutzt du die? Ja, da kommt halt auch immer... das, was ich halt ganz schnell brauche, also halt nie einen Schlüssel, aber halt meistens mein Handy, dass ich dann, wenn ich halt gerade auch, letztens war ich auf einer Veranstaltung auf Sylt, da hatte ich die auch mit, so einem blauen Kleid, das war auch super und das finde ich nämlich, das nochmal kurz dazwischen, so toll, dass die sich halt super in den Alltag integriert und auch einfach lässig kombinierbar ist, aber auch so mit einem Abendkleid, wenn man halt gerade irgendwie einfach noch hin zurückfährt und trotzdem ordentlich Sachen mitnehmen muss, aber halt nicht eine riesen Tasche mitnehmen will und auch nicht nur eine kleine, man muss ja was reinpacken, das funktioniert ultra, also halt auch extrem gut, einfach weil die halt auch so elegant ist, aber trotzdem auch lässig. Und genau da drehe ich ja auch immer, also ne, ich integriere das ja schon in, fast schon in meinen Alltag, dass ich halt immer wieder drehe, überall, wo ich bin oder dann wo es schön ist. Genau, und dann muss halt das Handy auch griffbereit sein, weil schon oft Dinge passieren, die müssen dann ganz schnell aufgenommen werden. Ja. Und dann ist das Handy halt einfach ist eine Außentasche. Gut. Genau. Und fährst du viel mit den Öffis oder eher Auto? Nee, also Öffis und Fahrrad. Fahrrad. Das heißt, mit der fühlst du dich auch in den Öffis sicher? Ja, genau, weil das ist auch so ein Punkt, die muss halt zu sein und ich möchte halt nicht, weil wenn ich will die ja nicht die ganze Zeit hier vorne tragen, dass wenn ich die halt auch mal hinten habe, ich halt auch weiß, da kommt halt niemand dran. Und das würde ich gerne noch mal ganz kurz zeigen, dass, ich gucke auch nicht rein, aber dadurch, dass der Reißverschluss nicht auf Spannung sitzt und weil er um die Ecke geht, kann mit einer Hand nicht so schnell einer dir den Reißverschluss zumachen. Ja. Ne? Und wenn du sie dann noch so ein bisschen eingeklemmt hast, ist das Entreißen auch schwierig. Genau, also, das lässt sich auch so gut einklemmen, ne? Weil es hier oben auch so schmaler ist und dann die passt sich halt, die schmiegt sich halt. Und genau, man hält die sowieso dann auch oft mal so. Ne? Wenn man irgendwo im Gedränge ist. Genau, ne? Dann habe ich die ja auch sowieso ganz sicher bei mir. Ja, ja, schön. Also Käthe mag ich ja auch sehr. Ich habe kein Pink, ich habe Schwarz. Aber ich mag Käthe auch sehr. Und die Kim ist eben, finde ich, unschlagbar, wenn du auf dem Fahrrad bist. Oder wie du sagtest, ne, einkaufen vielleicht mit einem Korb und dann für die wichtigsten Dinge. Ja. Also die habe ich halt immer dabei. Ja, das also ist auch in Kombination mit einer größeren dann auch, ne? Ja, finde ich auch. Ist für einen Urlaub super, ist für viele Situationen super. Ja. Wir haben eine Frage und zwar an Silvia, ob deine Stimmung und deine Laune dein Outfit beeinflussen, also die Wahl deines Outfits. Nicht unbedingt, also wenn es um die Reels geht. Also im Alltag schon. Also aber, im Alltag, ja. Also im Alltag. Im Alltag, genau. Schon, ja, schon, weil ich bin da doch sehr, wie soll ich sagen, vielschichtig, weil manchmal gehe ich dann doch auch irgendwie in einem XXL-Punk-Shirt und irgendwie Boots raus und höre und fühle mich dann halt eher so ein bisschen cooler und rougher irgendwie und laufe dann halt so durch die Straße und so ein bisschen edgy und manchmal fühle ich mich halt einfach so wie so ein Blumenmädchen und dann laufe ich halt mit einem süßen Blümchenkleid durch die Gegend und Zöpfen oder so. Also es ist schon stimmungsabhängig, ja. Aber auch
natürlich dann auch situationsbedingt. Ne? Also ich werde jetzt nicht, wenn meine Stimmung sagt, ich habe Lust auf Blümchenkleid und ich gehe aber zu einem Business-Event, dann werde ich mich schon anpassen, aber auch schon von der Farbwahl ist es das schon Stimmung, ja. Ist Frank eigentlich im Chat? Ja, super. Hallo Frank. ja, du hast jetzt gezeigt, welche Farbe, welche Tasche aktuell deine Favoriten sind. Das kann sich ja auch immer verändern durch Taschen, die nachkommen oder durch Situationen, die sich verändern, durch neue Farben oder so. Aber das ist jetzt im Moment das, was dein Favorit ist. Ich habe ja auch einen Favoriten. Ein bisschen von Daniela vielleicht auch inspiriert, finde ich ja auch die Ida richtig cool. Und ich habe eine totale Lieblingsfarbe, das ist bei mir das Marigold, dieser orangige Ton. Und als wir mit Keine Schwester gestartet sind, Frank kann mich mal im Keine Schwester im Webshop-Chat sonst korrigieren, ich glaube, unsere allererste Farbkombi, also in der ersten Kollektion, hatte die große Brit, unser Shopper, hier steht eine Brit, kann ich mal kurz zeigen. Die gibt es in genarbtem Leder ganz oft zweifarbig. Und die hatten wir in Schwarz und haben in Marigold gehabt. Also das heißt, das Marigold gehört zu uns seit der ersten Kollektion. Wenn Frank jetzt was anderes sagt, dann war es die zweite. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Und ja, Frank bestätigt. Ja, Schwarz-Marigold war unsere allererste Farbkombi und so ist das eine Farbe, die uns immer begleitet hat. Jetzt im Moment ist Marigold oder Orange ja auch ein Riesenthema. Liebe ich neben Pink, das hätte ich fast vergessen, neben Pink liebe ich halt Marigold auch unfassbar doll. Es ist auch einfach toll in der Kombi. Ja, weil das ist einfach lebensfroh, das ist einfach so viel Freude. Und man hat, finde ich, so einen Orangeton in der Mode eine ganze Weile nicht gesehen. Also ich finde, das ist jetzt nach einiger Zeit mal wieder hochgekommen. Empfinde ich zumindest so. Und wir haben jetzt gerade Ware bekommen, das hatte ich auch gepostet, und da ist es aus irgendwelchen Gründen bei uns in der Näherei, bei der Marigold-Produktion, Ida Marigold, ist es zu einem Vertauschen gekommen. Und zwar haben wir die irgendwann mal verändert und jetzt wurde für unsere Lieferung, die gestern gekommen ist, gestern, vorgestern, wurde die alte Form produziert in Marigold und die möchte ich gar nicht wieder in den Shop nehmen. Ich möchte, dass diese alte Form in dem wunderschönen Marigold, dass die jetzt heute hier für euch zu einem echt super Preis zur Verfügung steht mit einem Code, den ich euch gleich nenne. Aber erstmal, du hast einfach das Bomben-Outfit dafür an, möchte ich euch zeigen, wie die alte Version der Ida denn aussieht. Und vielleicht genau. Oh, oh ja. Also, die Ida hat einen kürzeren kurzen Gurt. Der ist wirklich für die Hand. Ja, super. Ich weiß nicht, wenn die Ida nicht befüllt ist, also nicht mit Papier, sondern normal, dann kann es sein, dass du sie vielleicht auch über die Schulter kriegen könntest. Aber eigentlich war sie gedacht als Handgurt. Und sie hat den Crossbody-Gurt dabei. Dass ihr die Tasche auch wirklich quer tragen könnt. Die normale Ida, ich kann gleich noch mal eben schnell eine holen, weil die hier um die Ecke steht. Die aktuelle Version, die kostet 189,95 und diese Ida hat damals 139 gekostet und wir bieten sie euch für 80 Euro an. Einfach, weil ich nicht möchte, dass sie in den Webshop kommt, weil das verwirren würde, zwei unterschiedliche Ida. Sie ist vom Korpus her etwas kleiner, etwas weniger lang, mehr quadratisch. Ja, und ich finde aber, sie ist toll. Sehr schön. Das Marigold ist einfach der Hammer. Und wir haben übrigens, haben wir uns entschieden, eine andere Form daraus zu machen und einen breiteren Gurt, weil ich gesehen habe, dass viele Frauen immer probiert haben, sich die über die Schulter zu ziehen. Ja. Und da habe ich gedacht, der Gurt, der ist einfach zu schmal und zu kurz dafür. Und als wir diesen Gurt länger gemacht haben, passte die Form nicht mehr. Und dann haben wir halt mit dem längeren Gurt, wurde die Tasche einfach etwas größer vom Korpus. Aber wenn du das noch mal im Stehen zeigen magst, dann husche ich mal hier um die Ecke. Aber man kann die auch gut so tragen, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Dann hat man das hier auch so ein bisschen sicher. Sollen wir mal auch, ja, das ist ja auch ganz cool. Hat echt auch, jetzt bin ich die Stimme aus dem Off. Die hat auch echt, finde ich, eine total süße Größe. Ja.
So, das ist die Ida, wie ihr sie jetzt kennt. So ist sie jetzt im Webshop. Nicht in dieser Farbe, das ist ein Muster, aber das, um mal einmal die Korpusgröße zu vergleichen und auch, das soll wirklich ein kurzer Schultergurt sein und das ist eigentlich ein Handgurt. Aber wenn man sie so trägt, ist es auch schon, ja, so schon ist lässig, auch lässig, ne? Ja. Und halt dadurch, dass es dann jetzt hier ne, nicht die ja. Länge hat, ist ja. Es auch sicher hier, ne? Ja. Hält es sicher. Und es sieht auch gewollter aus als bei der hier so, ne? Ja. Aber ich finde die auch cool, nur es macht keinen Sinn. Mit dieser Ida sind wir wirklich fein. Die wird so angenommen von unseren Kunden, auch cool, wenn du sie so trägst. Also so würde ich es nicht machen, aber so halt, ja. Ne? Ja. So, also eine wunderschöne Tasche, nur in dieser Farbe, nur in der Kombi mit dem matten Gold. Und auch nicht in einer ganz großen Stückzahl, weil der Irrtum dann bei der Produktion aufgefallen ist. Aber ja, ich zeige euch mal den Code. Nee, den habe ich festgeklebt an meinen Telefon. Es gibt übrigens ein großes Lob. Die Kombi Pink Marigold kommt sehr gut an. Hammer. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass das auch polarisieren würde. Wieder bei zu doll. Aber ich liebe es. Kann schon sein. Ich finde das Match super. Ja, oder? Richtig cool. Auch mit den goldenen Knöpfen. So, ich laufe mal rein und zeige euch den Code, damit ihr ihn einmal auch seht. Und zwar gibt es nur eine Möglichkeit, an diese kleine Ida zu kommen. Ihr müsstet die ganz normale Ida bestellen. In Marigold oder egal in welcher Farbe. Wirklich egal. Und dann gebt ihr, wenn ihr online bestellt, diesen Code ein. Klassik und dann Leerzeichen Ida. Alles groß geschrieben. Vielleicht schreibt Frank das auch nochmal in den Chat. Hat er schon. Hat er schon. Und dann bekommt ihr die süße, kleine Ida, die ist echt süß, ne? Die ist aber auch mit dem Gurt ist ja auch perfekt da, ne? Wollen wir es nochmal zeigen? Und vielleicht könnt ihr sie einmal ausräumen, damit man sieht, wie weich sie eigentlich ist. Hat Frank vorgeschlagen, oder? Na, ja, Daniela, fast richtig. Ach so, aber... ja, weil Daniela doch die Ida rauf und runter trägt. Ne, kannst du ruhig machen. Ja. Ich halte sie auf oder kannst du besser alleine? Und das ist das, was Daniela mag an der Tasche, dass sie so weich ist. Ja, kannst du ruhig... Dann sieht sie vielleicht ein bisschen schlappi aus, aber dann sieht man einmal, wie knautschig sie auch ist. Kannst du einfach in die Ecke. Jeder hat gesehen, dass ich vorher hier Ordnung hatte. So, und dann kann man natürlich entscheiden, ob man den kurzen abmacht oder nicht. Aber Frank schreibt gerade, er hätte es auch nochmal vorgeschlagen. Ja, so, darf ich sie dir ein bisschen kürzer machen? Genau. Ja. Wir haben ja gelernt, auch von Alex, dass man Taschen nicht so lang trägt, oder? Ja. Würdest du eher so eine Tasche denn Crossbody tragen oder trägst du sie sogar nur über eine Schulter? Kommt auf das Outfit an. Mhm. Also wenn ich ein Outfit habe, das halt vorne zerstört werden würde, wenn ich was drüber mache, dann auf jeden Fall so. Ja. Oder wenn ich halt auch Mantel an habe, dann eher so und auch die schneller ablegen möchte. Aber sonst, wenn es halt praktisch sein soll, eigentlich immer so. Das ist total cool. Ich kann mich hier nicht so gut bewegen, weil der Hund und schläft. Ich finde, das funktioniert ja hier mit der auch ganz schön, wenn die auch vorne ist, aber halt auch nach hinten. Das ist halt auch super. Ja. Ist die cool? Die ist echt schön. Richtig cool. Ich finde die richtig cool. Ah, jetzt muss ich auch für mich überlegen. Ja, ich gehe jetzt einfach. Ich finde die echt... Ich finde die richtig schön. Die ist richtig gut. Und ich mag halt diesen Orangeton, der für mich so ein ganz bisschen was Cognac-mäßiges hat. Der hat schon, ist schon ein Orangebraun, ne? Es hat edel, ne? Super edel. Ja, finde ich auch. Voll schön. Ja. Ja, super. Also ich glaube... Kann man so machen, ne? Kann man so machen. Sieht richtig cool aus. Und ist halt nicht so naheliegend. Also normalerweise, wenn man einen pinken... Hosenanzug sieht oder pinkes Kleid, dann würde man natürlich gucken, passt die pinke Tasche dazu. Ja. Aber es ist auch viel, viel spannender, finde ich, und modern, weil diese Farbkombi hätte es vor einigen Jahren noch auf gar keinen Fall gegeben. Nee. Niemals. Ja, sehr schön. Danke, dass du das einmal präsentiert hast. Der Gutscheincode steht drin. Und jetzt bleibt eigentlich noch, dass wir ein Reel zusammen ausprobieren wollen. Ich weiß nicht, ob das dann danach unser Abschluss ist. Deswegen sage ich noch einmal ganz kurz, dass wir echt aufregende Tage haben gerade.
Die Ware ist gekommen. Ich habe mich so sehr auf deinen Besuch heute gefreut. Ich hoffe, dass das nicht das einzige Mal bleibt. Ich auch. Ich freue mich auf alle weiteren Reels von dir. Und wer weiß, was wir, vielleicht haben wir auch noch mal andere Ideen zusammen. Und das nächste Highlight ist, heute haben meine Schwiegereltern hier die, heißt das Fahne gehisst oder Flagge gehisst? Flagge gehisst. Und zwar bekommen wir morgen Abend Besuch von unserer Näherei aus Indien. Die beiden, Pinte und Andrila, reisen schon durch Europa, besuchen andere Kunden und sind ab morgen Abend bei uns und bleiben bis Montagmittag. Und da freuen wir uns auch sehr drauf. Und ja, da erfahrt ihr am Wochenende mehr. Jetzt zu unserem Reel. Ich habe sowas noch nie gemacht. Das tut nicht weh. Das tut mir, hoffe ich. So, nehmen wir denn, die ist ja dann nach heute Abend. Dann nehmen wir die. Ist die nicht im Webshop und nichts, dann nehmen wir die. Ja. Geht ja zu mir ja, auch. Ne? Du fängst an. Ich fange an und du musst mich stellen. Genau, und wenn ihr gerade auf Insta seid und zuschaut, dann bewegt ihr euch jetzt, glaube ich, weg, weil wir den Standort verändern müssen. Und ich hoffe, dass Barney, du musst raus. Komm mal hierher, du gehst zu Tom. sonst geht das nicht. Ja, erstmal strecken. Erstmal strecken, herabschauender Hund. Ja. So, warte, ich muss noch ein Stück. Ja, okay, dann na, da liegen bleibt, geht es auch. So. Wir haben uns vorher was überlegt. Ich stehe hier. Ich filme einfach schon mit. Du filmst schon mit? Ich will das auch immer so einfach immer draufhalten. Weil es gibt immer so viele Momente, die dann schön sind, die man auch noch nutzen kann. So, okay. Wo stehst du mittig? Kann man mich noch überall sehen? Ach, da jetzt. Wir drehen das jetzt, aber das Ganze muss natürlich auch noch geschnitten werden. Und wir müssen da noch Musik drunter legen. Das heißt, das fertige Ergebnis könnt ihr nicht heute sehen. Das geht leider nicht. Was glauben wir denn? Was soll ich denn sagen? Wann können wir das zeigen? Oder wann wird man das sehen können? Irgendwann nächste Woche, zwei Wochen? Also ein paar Tage. Also halt spätestens Montag. Also eigentlich morgen, übermorgen. Seid gespannt. In den nächsten Tagen. In den nächsten Tagen. Also ich sag mal maximal eine Woche. Guckt immer in unsere Reels und dann seht ihr das erste Mal, wie ich teilnehmen darf. Na, so ist gut. Und jetzt, genau, wir fangen einfach an. Ich filme schon. Du gehst jetzt einmal aus dem Bild raus. Genau, noch ein Stück weiter. Genau, und dann gehst du ganz entspannt auf diesen Punkt zurück. Ich kann auch dann Stopp sagen, wenn du in der Mitte bist. Genau. Nehme ich die Tasche gleich schon in beide Hände? Oder nee, ich würde so reingehen. Ja. Und dann hältst du sie halt so vor dir. Und dann lächelst du einmal in die Kamera. Ja. So. Und bitte. Und bitte. Genau, perfekt. Und jetzt hüpfst du einmal hoch und bleibst genau stehen. Wir filmen weiter, die Kamera läuft. Du machst gar nichts. Geh jetzt auf die Position von deinem linken Fuß. So. Und jetzt ganz vorsichtig. Ich merke mir das eben. Weil es geht halt nicht, dass man sich da das markiert, weil dann sieht man es halt beim Sprung. Ne? Dann müsste ich es ja irgendwie wegretuschieren. So, und ich bin raus. Genau, du bist raus. Ich höre auf zu reden, damit man das im Video nachher nicht sieht. Genau. Cool. Jetzt bin ich aus dem Bild. Jetzt machen wir das aus. Und dann schneide ich das zusammen. Ja, sehr, sehr cool. Ach so, wir sind wieder hier. Oh, Barney, du hast es auch gut gemacht. Ich hatte ja Sorge, dass er mithüpft. Oder sagt, warum hüpft ihr hier so? Ach stimmt, dann hätten wir... Das hätte alles zerstören können. Aber nein, hat er nicht. Ja, also, dann bin ich auch gespannt aufs Ergebnis. Und schicke euch liebe Grüße. Gibt es noch irgendwelche Fragen, die wir beantworten sollen? Hat Frank alles... im Griff. Frank hat seinen Job wieder super gemacht und die Leute sind sehr gespannt auf das Ergebnis des Reels. ich auch. Und hat nicht wehgetan, oder? Hat nicht wehgetan, aber vielleicht mal gucken, wie es im Nachhinein wird. Vielleicht tut es im Nachhinein noch weh. Nein, ich finde es total spannend, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, weil das ja was ist, was ich auch überhaupt gar nicht mache. Meine Reels sind eigentlich immer eigentlich Videos, würde ich sagen. Und damit habe ich überhaupt gar nichts zu tun und finde das ganz spannend, das mal in einer kleinen Situation zu sehen. Und ich bin mir sicher, dass die Planung und das, was dahinter kommt, dass da ganz schön viel dran hängt. Okay?
Haben wir es? Wir haben es. nächste Woche Donnerstag dürfen wir, wir haben die Erlaubnis bekommen, wir dürfen vom Stockseehof drehen. Wir sind hier auf der Landpartie, auf dem Markt am Stockseehof. Das ist hier in Schleswig-Holstein. Und der Markt geht von Donnerstag bis Sonntag. Und da drehen wir Donnerstagabend ein Live. Und jetzt muss ich doch noch was sagen. Und zwar kommen ja die Inder. Und mit den Indern nehmen wir ein Video auf. Und wenn ihr Fragen habt zur Produktion, zu den Kollegen, Mitarbeitern vor Ort oder, dann schreibt uns. Darauf werde ich nochmal in der Story hinweisen, aber jetzt auch schon mal an dieser Stelle. Denn alles, was ich an Fragen von euch für Montag bekomme, das kann ich da einbauen und es soll euch Informationen geben. Okay, soweit. Vielen Dank. Danke dir. Dann bis bald.